Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich hier einen großen Karton vor mir liegen und darin befindet sich die Sonet Breakaway Box für meinen Mac. Da mir die Idee einer externen Grafikkarte an einem dünnen Laptop zur Leistungssteigerung gefällt und laut einigen Quellen auch endlich marktreif sein sollte, habe ich mir jetzt auch ein eGPU Setup besorgt. Das Gehäuse kostet auf Amazon etwas über 300 Euro. Und man sollte sich das vorher wirklich gut überlegen, ob man das wirklich braucht. Im großen Karton haben wir natürlich auch noch den Karton der Breakaway Box selbst und noch ein paar Daten zu ihr. Ich habe die Version mit 350 Watt, gibt ja auch noch die Version mit 550 Watt, aber die brauche ich nicht. Sie ist kompatibel mit macOS und Windows und es ist auch ebenfalls ein 0,5 Meter Thunderbolt 3 Kabel mit einer Geschwindigkeit von 40 Gigabit pro Sekunde dabei. Jetzt packe ich sie aber mal aus. Als erstes haben wir gleich einmal das Thunderbolt-Kabel. Dann noch eine Anleitung. Das Stromkabel und auch noch die Breakaway-Box selbst. Beim Stromkabel handelt es sich um einen handelsüblichen Kaltgerätstecker mit ca. 2 Meter Länge. Und da ist auch noch das vorher genannte Thunderbolt 3 Kabel mit einem halben Meter. Es fühlt sich wertig an und der 3er auf dem Kabel steht für die vollen 40 Gigabit pro Sekunde. Das Kabel hätte man aber echt ein bisschen länger machen können, mindestens einen Meter. Nachdem ist nun auch schon die Breakaway Box selber dran, die wird auch noch kurz vom Plastik befreit. Auf der Vorderseite haben wir dann auch schon das Sonet-Logo, plus den zugehörigen Namen. Rechts haben wir ein Gitter für den Lufteinlass. Hinten haben wir alles an Konnektivität und noch einmal ein paar Daten zur Breakaway-Box. Öffnen kann man die Breakaway-Box sehr einfach, indem man die drei Daumenschrauben auf der Rückseite aufdreht. Nun das Gehäuse etwas nach hinten ziehen und dann den Deckel einfach anheben. In der Box drinnen sind noch ein paar Kabelbinder für die Verdrahtung der Grafikkarte und eine extra Daumenschraube. Der Deckel ist sehr leicht und macht einen einigermaßen stabilen Eindruck. Innen in der Box ist es aber noch etwas interessanter. Hier haben wir einen mechanischen 16-fach PCI Express Anschluss, der elektrisch ein 4-facher PCI Express 3.0 ist und somit ungefähr die gleiche Bandbreite hat wie ein 16-facher PCI Express 1. Für diese haben wir dann noch einen 6- und einen 8-Pin-Anschluss und ein Netzteil mit 350 Watt von Akasa, welches einfach getauscht werden kann. Ein Lüfter für die warme Luft in der Box ist ebenfalls dabei. Hinten könnt ihr noch den Thunderbolt 3-Anschluss für den Computer sehen und den Stromanschluss selbst. Grafikkarten mit doppelter Breite sollten ebenfalls locker in das Gehäuse passen. Zur Verarbeitung kann ich allgemein nichts Schlechtes sagen, da das Grundgehäuse sehr stabil ist und sich auch wertig anfühlt. Runterfallen sollte die Box aber dennoch nicht, da natürlich die Grafikkarte ebenfalls Schaden nehmen kann. Das war's jetzt einmal mit dem Video zur Breakaway Box. Ich werde natürlich auch noch ein Video nachliefern, in welchem ich den Einbau einer Grafikkarte und allgemein die Funktion beschreiben werde. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!